Jaho, ich bin's, der J-Music-Fuchs. Die Neuigkeiten zu Love Bites letzte Woche kamen ja sehr gut an. In der heutigen Ausgabe der aktuellen J-Music-News geht es um die neuen Alben von Gunny Delia und Nemophila sowie um die 33. Single von Dear Aunt Grey. Viel Spaß! Das J-Pop-Duo Gunny Delia, bestehend aus Melia und Toku, veröffentlichten am 17. Januar ihr neues Album 10. 13 Tracks finden sich insgesamt darauf, darunter erwartungsgemäß einige bereits veröffentlichte Tracks wie Futuring, aber auch einige neue, wie eben 10, den Song, der den Namen des Albums trägt. Bei dem neuen Album 10 handelt es sich jedoch nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, um ihr 10. Album, sondern um ihr 6. Ihr 5. war Duality Code im Jahr 2021. Ich vermute, dass mit dem Titel 10 eher das japanische Wort für Himmel anstatt das englische Wort für 10 gemeint ist. Insgesamt bietet das neue Album eine gute Mischung aus ruhigen Songs und aufregenden, temporeichen Songs, wobei sich auf dem Album der bekannte Stil von Gunny Delia zeigt. Melias Stimme trägt die von Toku gut komponierten Tracks und die beiden zeigen eindrucksvoll, dass sie zusammen als Gunny Delia immer wieder aufs Neue begeistern können. Jeder, der das Duo mag, sollte mit dem neuen Album 10 mehr als zufrieden sein. Ich habe euch noch einen Link zu einem Trailer in die Videobeschreibung gepackt, in dem ihr euch einen schönen Überblick über das Album verschaffen könnt. Kommen wir nun zu etwas anderem Schönem. Nemophila. Nicht die Blume. Die ist zwar auch schön, aber ich rede von der Band. Die Hardrock- bzw. Metalband Nemophila veröffentlichten ebenfalls am vergangenen Mittwoch ein neues Album. Es ist ihr 3. Album und trägt den Titel Evolve. Es enthält insgesamt 10 Songs und besticht durch seine grandiose Vielfältigkeit. Harte Metal-Tracks wie Hammerdown finden sich dort neben kraftvollen Rockballaden wie Odyssey. Ich finde es immer toll, wenn Bands es schaffen, dass ihre Musik so abwechslungsreich und variabel klingt, weswegen ich auch Skandal so gerne mag. Nemophila liefern mit Evolve jedenfalls ein richtig starkes Album ab und lassen für die weitere Zukunft der Band Großes erwarten. Schaffen sie es, ihr hohes Niveau zu halten und ein konstantes Line-up beizubehalten, dann zweifle ich nicht daran, dass sich die Zahl ihrer Fans in Japan und außerhalb enorm steigern wird. Wer Hanabi mag, sollte Nemophila eine Chance geben, es lohnt sich. Auch wenn nicht jeder einzelne ihrer Tracks meinen Geschmack trifft, da ich persönlich eher zu Klagesang und Power Metal tendiere. Auch zu Nemophila findet ihr einen Album-Trailer in der Videobeschreibung. Die Visual K-Metal Band Dear Aunt Grey haben ebenfalls am Mittwoch ihre 33. Single veröffentlicht. Diese trägt als Titel das Datum des 20.01.1999 und das nicht ohne Grund. Es handelt sich dabei nämlich um ein Remake von 3 Songs, welche damals an besagtem Tag erstmalig veröffentlicht wurden. Nun, 25 Jahre später, kommen die Fans von Dear Aunt Grey erneut in den Genuss der Titel Yurameki, San und Akura no Oka. Damit zelebriert die Band auch das 25-jährige Jubiläum ihres Major-Debüts. Das war die heutige Ausgabe von Aktuelle J-Music News. Falls ihr noch mehr Videos zum Thema J-Music sehen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ciao!